Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Wir haben das Fabrikator-Modul ja gefunden. Wir können uns gleich mal angucken, was wir denn dafür brauchen. Seebahn-Fabrikator-Modul, Bastalbahn, Computerchip und Blei brauchen wir. Bastalbahn brauchen wir wieder Lithium, Computerchip brauchen wir, glaube ich, Gold. Ich glaube, am Gold wird es momentan tatsächlich auch mangeln. Ja, Gold brauchen wir unter anderem dafür. Wir müssen mal gucken, dass wir da ein bisschen Gold kriegen. Signal haben wir. Signal Pilotin. Letzte bekannte Position. Okay, das verschwindet das auch irgendwann? Anscheinend nicht. Okay, das bleibt drin. Sprachaufzeichnungen, die hatten wir bereits alle. Forschung, was ist hier neu? Wir gehen mal das Ganze durch. Pflanzen, mehr braucht man nicht. Okay, das ist irrelevant. Die ganzen Pflanzen gucken wir uns nicht an. Technik, Fahrzeuge. Fabrikatorabteil. Dieses Abteil enthält einen wandmutierten Fabrikator und einen kleinen Frachtraum. Ah, wir haben auch... Oh, okay, das lohnt sich. Es ist tatsächlich auch ein kleiner Frachtraum drin. Das heißt, wir haben eine Lagerfläche. Mit dem Fabrikatorabteil kann der Benutzer alles herstellen, was auf einem Standardfabrikator verfügbar ist. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, Seebahnabteile zu konstruieren. Okay. Wenn dieses Abteil nicht bei Fahrten eingesetzt wird, die länger als 8 Stunden dauern, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Vorfälle, denen ein mangelhafte... Kalorienaufnahme des Benutzers zugrunde liegt. Anmerkung, dieses Abteil bezieht Energie aus dem Triebwagen der Seebahn. Das heißt, wenn wir es benutzen, frisst das uns halt die Energie weg. So, und Seebahn-Frachtabteil, da suchen wir noch Teile, da sind wir noch nicht ganz fertig, glaube ich. Das Frachtabteil ist die ultimative Versorgungserweiterung und dient als großer mobiler Speicher für unterschiedliche Arten von Fracht. Mit 5 Staufächern unterschiedlicher Form und Größe ist dieses Abteil in Bezug auf die Transportmöglichkeit von Fahrzeugen konkurrenzlos. Es wird am häufigsten von Forschern verwendet, die Proben sammeln, oder von Schürfern, die Bodenschätze aus dem Bergbau anhäufen. Für ein einfaches Ordnungssystem sind Beschriftungen anpassbar. Geil, wir können sogar beschriften, wie wir möchten. Okay, wir sind ja momentan bei, ja, bei 300 Meter. Wir sind... Oh, jetzt hat sich die Grafik gerade nochmal verändert. Ich habe das Ganze wieder neu geladen. So, hier hätten wir übrigens die Sicht von der Höhle dann selber auch. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Hier ist ja ein bisschen gefährlicher, das Ganze. Aber ich würde ja nochmal ganz kurz suchen wollen. Nach verschiedenen... Also, gerade beispielsweise sowas wie Gold. Wir können auch mal zu den Vulkanen nochmal gehen. Wir können da notfalls nochmal suchen, dass wir, ob wir da vielleicht noch irgendwas finden. Aber ein bisschen Lithium wäre auch nicht verkehrt. Wenn wir noch eins sammeln oder eben halt Gold. Also wir sammeln jetzt erstmal nur ein bisschen was ein. Unsere Taschen sind momentan noch relativ, ja, relativ leer. Diamanten haben wir tatsächlich genug. Eelsäcke können wir auch mal mitnehmen, beziehungsweise können wir auch mal scannen. Den haben wir noch gar nicht gescannt. Und ja, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Basisausbau noch betreiben. Klar, ich muss auch irgendwann mal tatsächlich anfangen, der Story weiter zu folgen, aber ich habe momentan einfach wirklich viel Spaß, einfach nur Dinge einzusammeln auch. Das macht mir momentan auch Freude. Und ich hoffe, dem einen oder anderen Zuschauer auch. So, da ist eine Pflanze. Noch habe ich keinen von den Haien gesehen, also von diesen Oktopushaien. Allerdings leider auch jetzt hier wieder Lithium oder sonst was. Lass mich in Ruhe. So, hier ist schon mal ein Diamant. Gesack. Die Pflanzen sind ein bisschen unangenehm. Da sind 2000 Diamanten. Die sind mir relativ... Schnuppe. 42 Luft. Wir müssen mal gucken, dass wir... Da ist eine neue Pflanze. Dass wir eher an Luft drankommen. Hier nicht draufgehen aus irgendeinem Grund noch. Das wäre ungünstig. So, da ist noch eine Pflanze mit Luft. Ja, hier unten ist leider herzlich wenig. Auch... Ja, schon wieder. Es klebt hier auch relativ wenig an der Wand leider rum. Außer eben die Diamanten. Aber Rubin wäre ganz cool. Aber dazu müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Die werden wir hier, glaube ich, nicht finden. Okay. Gehen wir mal in Richtung meiner... Ja, wenn ich sie denn finde. Meiner Seebahn. Pilotin. Da ist noch irgendwas zum Scannen gerade gewesen. Oder eben, wir finden noch ein Frachtabteil. Wo war ich denn geparkt? Wieso wird mir meine Seebahn nicht angezeigt? Das ist schlecht. Wir müssen gleich mal gucken. Ich brauche Luft. Ich möchte jetzt ungern drauf gehen. Frachtabteil! Seebahn-Frachtabteil haben wir fertiggestellt. Läuft! Ah, da ist er. Ja, ja, bin dabei. Wir haben das Frachtabteil noch gefunden. Eigentlich bin ich glücklich. Ich glaube, wir gehen mal weiter. Tatsächlich. Hier ist halt echt nichts, was ich gerade abbauen könnte. Da auch nicht, da auch nicht. Hier ist nochmal, was ist das hier? Nochmal ein Frachtabteil. Gut, gleich neben meiner Seemotte. Gibt das Titan immerhin. Wo ist sie denn?
Ihr merkt schon, die Orientierung fällt mir gerade ein bisschen arg schwer. Hä? Da. 40 Meter. Das schaffen wir. Ja. Ja, mal. Ja, gut, ich habe auch ein bisschen. Wir haben auch ein bisschen bescheiden geparkt, muss man sagen. So. Wir haben das Frachtabteil jetzt noch zusätzlich fertiggestellt. Bedeutet. Wir können mal gucken, was wir dafür brauchen. Wahrscheinlich auch Bastalbarren. Frachtabteil. Bastalbarren, Kabelsatz und auch Blei. Okay, Blei ist echt nicht das Problem. Ich glaube, wir suchen mal Gold. Ist die Frage, wo wir Gold suchen. Wir können auf 300 Meter momentan tauchen mit unserer Seemotte. Wir gehen mal. Okay, wir haben 2 Millionen. Wir müssen mal ein paar Signale aussortieren, glaube ich. Alien 1, Frachtabteil. Frachtabteil können wir eigentlich einsammeln wieder. Wir haben das Frachtabteil gefunden. Signalpilotin kommt weg. Triebwagen, Seebahn, den brauchen wir. Und Landekapsel kann erstmal weg. Nochmal vorbeikommen. Anleger zur Station Delta. Notversorgungslager. Die können wir eigentlich auch mit einsammeln. So, und so kriegen wir hier ein bisschen was weg. So, Anleger zur Station Delta. Hier haben wir Home und hier haben wir Frachtabteil. Wir gehen mal in Richtung Frachtabteil. Und sammeln das mal wieder. Sammeln das mal wieder ein. Durch da durch, ja. Die Boje brauchen wir nicht mehr. So, und vielleicht finden wir auch noch irgendwo Gold. Ich werde gerade verfolgt. Wir sind noch richtig gerade verfolgt. Au! Arsch. Haben wir ein Reparaturwerkzeug dabei? Jo, haben wir. Ja, Konstruktionswerkzeug brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht einsteigen, ich wollte reparieren. So, erstmal wieder reparieren das ganze Ding. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Wer hätte es gedacht? So, dann gucken wir mal, der ist irgendwo da. Ungünstige Stelle auf jeden Fall. So, die Signalboje haben wir schon mal wieder. So, wir gehen nochmal ein bisschen tauchen, beziehungsweise wir holen nochmal Luft und gehen dann hier unten nochmal tauchen und sammeln da nochmal Zeug ein. Beziehungsweise, ja komm, das reicht mir, glaube ich. Wir sammeln hier unten nochmal ein bisschen ein. Also ein bisschen weiter an der Seite. Hier ist er. Einer zumindest von denen. Wenn man sich relativ, also man darf sich ja nicht in das reine Wasser reinwagen. Man muss so ein bisschen an der Seite entlang schwimmen, dann geht's eigentlich. Dann ist man zumindest vor den Dingern hier. Klar, die Pflanzen sind nervig, machen jetzt allerdings nicht so viel Schaden. Wir brauchen was essen, wir brauchen was zu essen und was zu trinken auch. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Lithium tatsächlich mitgenommen. Ich will, wie gesagt, halt erstmal ein bisschen Basisausbau betreiben. Klar kriegen wir später auch noch richtig cooles Zeug, wo wir dann eh nochmal Basisbau machen müssen. Das ist, oh, das ist Frachtabteil, oder? Frachtabteil. Diamant. Na, hier ist wieder die Pflanze. Ich weiß gar nicht, wie weit die Reichweite vom Ding ist. Hier relativ weit anscheinend. Okay. Diamant. Ich weiß nicht, wie viele Diamanten wir noch brauchen. Ich glaube allerdings nicht die krass, mega krasse Menge. Hallöchen. Es ist hinter mir. Immer noch? So, haben wir es doch, glaube ich, abgehangen. So. Dann gucken wir doch mal hier, würde ich sagen. Hier ist zumindest ein paar Ablagerungen wieder. Ich glaube, Gold werden wir hier zumindest nicht finden. Gold kam in einer relativ großen Tiefe erst vor. Ich glaube, da werden wir hier nicht fündig. So tief kommen wir, glaube ich, gar nicht. Gut, Blei, Silber, sehr gut, dass wir nochmal Silber mitnehmen können. Werden wir eh brauchen, auch für die... Wir brauchen auch natürlich Silber für die Kabelsätze. So, hier ist erstmal nichts. Dann können wir hier gleich noch... Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Jo, Mama. Wir schwimmen im Wasser. Ich glaube, er möchte anderes Wasser haben. Kalorienaufnahme erforderlich. Okay. Okay, komm, wir gehen wieder Richtung Seebahn. Ja, hier ist halt momentan nichts anderes an Ablagerungen. Dafür sind wir vielleicht auch schon ein bisschen zu hoch wieder. Wir haben schon gescannt, oder? Oh. Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Ich bin weg. Ciao. Alter. Ernsthaft? Scheiße. Jetzt sind wir richtig tot. Jetzt sind wir richtig tot. Wo ist denn meine... Hat er mein Frachtmut? Nee, da ist immer. Jetzt sind wir echt kurz vorm Abkratzen. Ja, wir müssen zurück. Wir brauchen Wasser. Auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Wasser. Wir brauchen medizinische Versorgung. Holla die Wallfee. Das war gerade nicht so schön. So, und gehen jetzt erstmal dann wieder zurück. Was ist das hier? Ah ne, nur so eine Pflanze. So, Home. Wo ist denn hier Home? Da, oder? Home. So, hier sind auch noch die anderen. Die finde ich allerdings weniger gefährlich. Und wir gehen dann nochmal in Richtung Vulkane. Ich glaube, wir brauchen Gold. Ich glaube, es mangelt echt gerade an Gold halt einfach. Ich würde gerne das Frachtmodul bauen. Ich würde gerne das Fabrikationsmodul auf jeden Fall dann erstmal bauen, bevor wir dann weiter in der Story machen. Also wir haben erstmal ein bisschen was vor tatsächlich dann. Aber ich würde auch gerne die Basis noch erweitern. Also wir haben noch einiges vor. Und Tiefmodul-Upgrade, ja, dann auch irgendwann. Aber wir brauchen erstmal Gold. Also müssen echt mal gucken, wo wir Gold herkriegen. So, das ist ein Grafikfehler, wieso ich gerade keine Stützer an meiner Basis habe. Ich hoffe, da kommen sie schon. Die kommen wieder. Sieht sonst doof aus einfach. So. Dann einmal hier raus. Erstmal rein in unsere Basis. Welcome aboard, Captain. Hallöchen. So, wir haben bestimmt irgendwo noch Zeug rumliegen. Haben wir irgendwo... Ah, brauche erstmal Wasser. Wir brauchen Wasser. Silber lag hier auch schon mal rum. Okay, Wasser haben wir hier schon mal. Nährstoffblock haben wir ja auch. Wir haben auch irgendwo... Hier ist ein Medikit. Medikit nehmen wir auch nochmal mit. So, einmal benutzen. Nährstoffblock tatsächlich und erstmal Wasser. Sehr schön. So, wir haben das Modul ja hier auch gebaut. Tiefmodulstufe 2 brauchen wir Rubin. Und synthetische Fasern. Das Messer haben wir schon gebaut. Tiefmodulstufe 3. Erstmal Tiefmodulstufe 2 erreichen. Nickelerz ist halt noch tiefer. Und Kyranit ist das Nonplusultra. Das ist der richtig krasse Shit dann, dementsprechend. So. Dann haben wir die Batterie, die wir erstmal wieder aufladen können. Die restlichen Batterien sehen ganz gut aus. So, wie sieht's denn mit meinem... Es regnet schon wieder. Oh, Hufeisennuss sammeln. Ja, sehr schön. Dann können wir hier gleich nochmal Hufeisennuss pflanzen. Und können die dementsprechend Nahrung 15, H2O 20 und Gesundheit 10 geben die. Können wir uns die gleich mal reinziehen. Okay, das lohnt sich. Und damit haben wir unsere erste Nahrung selbst angebaut und selbst dementsprechend hochgezüchtet. Sehr schön. Und wir können die natürlich dann auch hier dementsprechend für unseren... Ist außer Betrieb gerade. Können wir einen Gehsack? Oh, wir können sogar einen Gehsack hier reinstecken. Wir können die Gehsäcke übrigens später auch noch selber anbauen. Aber wir können jetzt hier beispielsweise auch sagen, okay... Nehmen wir mal die drei Nüsse hier und wir packen die mal hier in unseren Reaktor rein. Das funktioniert. Und haben damit auch wieder Energie für den Tag. So, wir haben viel zu bauen. Mit was fangen wir denn an? Das ist die große Frage. Bastalbarren, Computerchip, Kabelsatz. Das Frachtabteil braucht keinen Computerchip, das heißt, das können wir bauen. Einen Kabelsatz kriegen wir hin. Und Bastalbaren kriegen wir auch hin. Wir gucken mal. Das bedeutet Bastalbaren. Bastalbaren kriegen wir hin. Zweimal Lithium. Dreimal Hammer noch. Also Lithium ist halt wirklich was, was man braucht. So, dann haben wir Kabelsatz. Das ist zweimal Silbererz. Einmal Silbererz haben. Ich habe hier vorhin ich habe hier Silber gefunden. Und dann können wir unsere Seebahn tatsächlich in dieser Folge noch erweitern. So, einen Kabelsatz. Und das war's auch, glaube ich, schon, oder? Blei dreimal. Zweimal einmal einstecken. Blei ist hier. Nicht das große Problem. Und dann können wir das Fabrikationsmodul bauen. Werden wir wieder an der Fahrzeugstation bauen müssen. Und können das dann an die Seebahn andocken, dementsprechend. Das wäre erstmal wieder super, um irgendwas zu bauen. Aber gut, es ist, wie es ist. So. Hallöchen. Seebahn-Fabrikatorabteil, Seebahn-Frachtabteil. Wir werden beides noch bauen, aber wir haben jetzt erstmal tatsächlich schnell kostengünstig das Frachtabteil gebaut. Und können das jetzt dann dementsprechend auch andocken. So, wichtig ist hier nicht davon erschlagen zu werden. Bingo. Und hier haben wir es.
Das Frachtabteil. So, wir können das hier Frachtabteil bewegen. Wir können uns hier ran... Frachtabteil bewegen. Wir können uns hier ranklemmen und können das jetzt praktisch an unsere C-Bahn andocken lassen. Ich glaube so irgendwie. Und dann wird unsere C-Bahn auch dementsprechend immer länger und länger. Okay. Weiter kommen wir nicht. Wir müssen die C-Bahn umparken. Die steht ein bisschen schief. Wie sieht es denn energietechnisch aus? 85. Das geht eigentlich. Es gibt hier irgendwie die Möglichkeit, ich glaube... Nee, so war das nicht. Wie war denn das mit R? Mit Umschalten? Nee. Ja, es gab irgendwie die Möglichkeit, das rückwärts anzudocken, das Ganze. Frag mir jetzt bitte aber nicht wie. Damit ich einen Rückspiegel habe. Und wir können auch einfach hier hinfahren. Und aussteigen. Ich konnte das Ganze aber irgendwie andocken. Ich glaube, wir versuchen es mal so anzudocken. So, und hier jetzt daran. Bingo! Ist es nicht wunderschön? Ist es nicht wunderschön? Unsere Seebahn. Mit dem Frachtabteil. So, bedeutet nämlich jetzt, wenn wir hier einsteigen, wir steigen nicht mehr direkt hier vorne ein, sondern wir haben jetzt ein Frachtabteil. Kiste. Ah, okay, so in der nächste um. Kiste, Kiste. Ja, da ist, Alter, da ist Platz drin. Name bearbeiten. Wäre cool, wenn wir es irgendwie sperren könnte, damit man das nicht dauer macht. Okay, da ist auch nochmal ordentlich Platz. Ja, läuft. Und hier können wir dann dementsprechend aussteigen, raus, rein. Allen drum und dran. Ja, das ist doch geil. Und damit können wir echt jetzt... Jetzt können wir die Ressourcen sammeln gehen. Aber richtig gut vor allem auch. So, wir können nochmal gucken, ob ich irgendwo vielleicht doch noch Gold habe. Ich glaube, wir haben kein Gold. Ich glaube, am Gold wird es mangeln. Da ist zumindest schon mal kein Gold. Da auch nicht. Hier auch nicht. Und die hier sind eh noch leer. Das hier ist alles Kupfer. Diamant haben wir ganz viel. Sortieren will ich nochmal offline machen, das Ganze. Können wir auch nochmal ausladen. Hm, hier, es war ja eh, glaube ich, noch leer. Dann laden wir das Ganze nochmal aus. Lithium, ja. Gelsäcke, den Rest brauchen wir erstmal alles. Die Signalboje nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Das ist immer gut, eine Signalboje auf jeden Fall dabei zu haben. Wir sind wassertechnisch noch nicht ganz voll. Wir bräuchten nochmal Wasser. Ich glaube, es ist sowieso gerade Nacht. Oder es wird gerade Nacht. Wir gehen nochmal auf jeden Fall Blasenfische angeln. Oder suchen. Schnell. Das ist schon der erste. Damit wir nochmal ein bisschen Wasser und ein bisschen... Ich glaube, auch Nahrung wäre nochmal ganz geil, wenn wir noch ein bisschen was kriegen. Vor allem aber Blasenfische. Hier sind ein ganzer Haufen. Lassen wir uns einfach schnell nochmal ein paar Wasserflaschen ziehen. Und auch, ja, vielleicht irgendwie Nährstoffblöcke oder sowas in die Seebahn jetzt reinpacken. Weil wir haben jetzt... Also wir haben ja jetzt Platz in der Seebahn vor allem auch. Hier nochmal Quarz können wir mitnehmen. Und dann packen wir uns eine Kiste tatsächlich mal, glaube ich, komplett mit Wasser voll und mit vielleicht dem einen oder anderen Nährstoffblock. Nährstoffblock haben den Vorteil, die gehen halt nicht kaputt. Die hier müsste ich erst, die Fische müsste ich einlegen in Salz. Außer wir finden jetzt hier irgendwo zufälligerweise noch Salz schnell. Auf die Schnelle. Dann können wir das auch noch mitnehmen. So, das sind jetzt eine ganze Menge. Ja, das ist eine ganze Menge. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Jo, jo, jo. Kriegen wir hin. Da ist noch so ein Hai. Da ist noch eine Ablagerung. Da unten wäre noch ein Blasenfisch. Ja, wir sind gerade am... Wir gucken schnell nochmal rum, wenn wir eh gerade da sind. Bin ich einmal hier runter, jetzt können wir auch schnell noch ein paar Ablagerungen mitnehmen. Auf jeden Fall. Was ist das hier? Das ist nochmal Fabrik... Fahrzeugstation. Die Haie sind übrigens auch nachts. Die pennen auch eine Runde. Das heißt, da ist es ein bisschen safer auch. So, Silber. Das war schon mal sehr gut. Silber werden wir auch nochmal für Kabelsätze auf jeden Fall brauchen. Also Silber hat sich gelohnt. Blei brauchen wir auch noch ein bisschen was. Titan kann man auch nie genug haben. Kupfer, gut, haben wir mittlerweile mehr als genug. Quarz brauchen wir danach auch später noch wieder für Glas. Dann machen wir uns noch mal schnell die Taschen voll. Gehen dann zurück. Salz hat jetzt leider keins gesehen. Da noch. Und dann gehen wir noch mal in Richtung der... Hi, ich will dich mal kurz scannen. Danke. Danke für Ihre Kooperation. Und wenn es nicht wirklich eine Kooperation war. Nochmal Silber. Ich erinnere mich, wo ich Silber gesucht habe. Händeringend Silber gesucht habe. Dabei ist es doch ganz einfach. Ganz easy. Okay. Einmal zurück. Kommen die beiden nehmen wir noch mit. Und dann das hier nehmen wir auch noch mit. Und dann müssten wir eigentlich eh gleich voll sein, was die Taschenplätze angeht. Den hier nehmen wir auch noch mit. Hi.
Der darf leben. Ich nehme auch nochmal mit. Dann haben wir nochmal ein bisschen Essen und allen drum und dran. Und packen uns dann erstmal die ganzen Räume jetzt nochmal ein bisschen um. Und machen uns jetzt hier einmal ordentlich Wasser. Eine ganze, ganze Menge. Und packen das dann alles in die Seebahn. Dann bin ich auch mit der Seebahn, werden wir große Ausflüge auch machen. Und dann bin ich zumindest auch safe auf großen Ausflügen. Jetzt beispielsweise gerade, hätte ich einfach nur unten bleiben können, hätte ich Wasser und Nahrung gehabt. Weil das Problem ist, wir hatten kein Wasser. Wenn wir dann später das Fabrikationsteil haben, können wir auch einfach rausgehen und Fische angeln dementsprechend. Und die dann zubereiten auch, sodass wir die gleich essen können. Was natürlich auch eine super Nahrungsquelle dann bietet letztendlich. Und nachher gibt es, später kriegen wir auch irgendwann wahrscheinlich noch einen Wassersammler, hoffe ich. Zumindest war es im ersten Teil auch so, da gab es einen Wassersammler, wo man dann automatisch Wasser bekommt. Also dann müssen wir auch keine Blasenfische mehr angeln. Oder uns suchen. Angeln ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So, dann kochen wir die ja mal. Wir brauchen eh noch ein bisschen Nahrung, ein bisschen Leben. So, Salz haben wir jetzt leider keins. Vielleicht ab und zu mal doch, wenn ich irgendwo wieder Salz finde, mal wieder Salz einsammeln. So, das hier, das hier, das hier. So, das hier noch. Und jetzt haben wir eine ganze Menge Wasser. Haben wir hier noch einen Nährstoffblock drin. Wir packen mal zwei Nährstoffblöcke und ein Medikit auf jeden Fall mit ein. In unser Modul. Wir können hier übrigens auch von hinten einsteigen. So, und sagen hier mal Nahrung. Packen hier jetzt dann Nahrungsmittel rein. Gut. Nahrung und... Okay, das ist ein bisschen viel sogar. Das hier. So, so. Das behalten wir erstmal. Der Rest ist leer. Passt soweit hin. Können wir aussteigen. Dann machen wir uns jetzt nochmal die Taschen leer. Welcome aboard, Captain. Hallöchen. So. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. Mal zwei Silber immer nochmal gefunden. Das hat sich echt gelohnt, muss man sagen. Gut. Dann haben wir das, das, das. So. Was bauen wir uns als nächstes denn zusammen? Klar. Gold. Fabrikatorteil. Thermoskanne. Muss jetzt nicht sein. Mir uns fehlt noch ein Laserschneider dringend. Schubkanone noch. Seebahn sind wir erstmal soweit safe. Hier brauchen wir Rubine und emailliertes Glas. Das wird auch noch ein bisschen schwieriger. Scanner, Beschleunigerraum. Kameradrohne. Scannerraum ist Sichtfeldchip. Vielleicht sollten wir einen Scannerraum tatsächlich bauen. Scannerraum können wir schon bauen. Wir können nämlich... Okay, wir brauchen auch dafür Gold. Okay, wir brauchen erstmal Gold. Weil wir können dann im Scannerraum können wir nach Gold suchen lassen einfach für uns. Was natürlich auch ganz cool ist. Das ganze Inneneinrichtungszeug, sowas wie Jukebox, die Lautsprecher und so weiter, Betten. Das werden wir auch alles noch bauen. Wie gesagt, ich habe vor, eine riesengroße Basis zu bauen. Aber wir suchen jetzt erstmal noch, glaube ich, Gold schnell zusammen. Leben ist noch nicht ganz aufgefüllt, aber ist, glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Wir brauchen auch nachher noch eine Energiezellen-Ladestation. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall wieder Platz. So, und wir haben jetzt noch zwei Module. So, und wir gehen jetzt dann erstmal Anlegerstation Delta. Wir fahren jetzt erstmal in Richtung des Gebietes mit den Vulkanen. Und werden da schnell noch ein bisschen Zeug einsammeln. Hoffentlich Gold. Im Vulkangebiet findet man eigentlich tatsächlich alles, weil das nach oben getrieben wird, die Materialien. Habe ich die Hoffnung, auch Gold zu finden, ohne dass wir jetzt ewig tief tauchen müssten dafür. Allerdings ist es natürlich im Vulkangebiet leider auch diese riesengroßen Gegner, denen ich nicht unbedingt begegnen möchte. Haben wir nicht... Okay, naja, du siehst es so fast mehr. Die Sicht ist ein bisschen gerade bescheiden. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, jetzt sind wir... Also wir sind jetzt natürlich ein viel besseres Ziel gerade auch wieder. So, wir steigen mal aus und gucken mal. So, das hier ist alles Seemotten, also Seebahnteile. So, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Klar, Lithium auch gerne noch gewünscht. Da hinten irgendwo. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. Gucken uns hier noch ein kleines bisschen um. Da ist doch schon Lithium, oder? Seebahnabteil. Genau, Lithium. Sehr schön. Muss mal gucken, in welchem genau wieder Gold drin war. In denen hier auf jeden Fall nicht. Dings würde ich auch gerne nochmal nehmen, wenn wir... da ist Gold, da kann Gold drin sein, in den hier. Da war leider keins drin. So, das hier haben wir schon gescannt. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, 30 Sekunden Sauerstoff. Aber wir sind ja relativ nah an der Oberfläche. Aber durch das Vulkangebiet, es werden halt die ganzen Materialien werden hier halt hier nach oben getrieben. Durch die Vulkane.
Deswegen hier findet man halt den richtig, richtig coolen. Was ist das denn? Achso, sehbar. Okay, das sah gerade komplett anders da aus. Da ist er. Da ist Silber. Sehr schön. Da ist auch Silber. Schade, fast. Und eine Art Höhle. Mineral-rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Vorsicht ist geboten. Oh, okay. Oh, Lava. Huch. Oh, okay. Ah, okay. Gut, ist ein Vulkangebiet, ist jetzt so abwegig, dass da Lava ist. Jetzt muss Alex ein bisschen aufpassen, dass wir dem Viech nicht in die Arme... Da ist es. In die Arme laufen. So, hier ist schon die Insel. Der ist direkt bei der Insel auch, natürlich. Selbstverständlich. Aber das, die Spalte ist recht interessant. Hier ist noch Lithium am Berg. Aber wir sammeln erstmal, glaube ich, versuchen mal noch ein bisschen... Wir versuchen mal Gold einzusammeln erstmal. Aber wir können das hier mal markieren eigentlich. Wir haben ja eine Boje dabei. Wir markieren das mal. Guck mal, hier ist auch wieder Silber. Ja, Silber. Wir markieren uns das mal. Boje einmal raus, bitte. Wie nennt man das Ganze? Lava? Lava. Wir nennen das Ganze mal Lava. Ich weiß, ich bin sehr kreativ, was das angeht. Wir nennen es mal Lava. So, das... Ja, okay, da will ich jetzt gerade nicht hin. Schade. Okay, man kann auch von oben in das Ding rein. Ich würde da gerne mal hin, aber das Vieh ist halt gerade da. Genau da, wo ich hin will. Ich will auch nicht zu weit mit der Seebahn hier eigentlich ranfahren. Wobei das fast sinnvoller wäre. Aber die Sicht ist gerade super. Silber? Nein, schade. Da ist wieder so ein Krebs. Wir brauchen halt irgendwo, müssen wir noch Gold einsammeln. Auch ein Gold. Das ist auch schon wieder so eins. Ja, von denen habe ich ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Silber. Okay, Silber. Ihr wisst noch, wie wir wirklich nach Silberhänderingen gesucht haben. Ich glaube, die Zeit ist jetzt erstmal tatsächlich vorbei. Okay. Seebahn. Oh, wir sind schon sehr weit weg. Aber hier ist leider nichts, wo Gold drin sein könnte. Also keine Ablagerung, wo Gold sein könnte. Das ist schade. So, wieder auftauchen. Eins hat man, da war leider Titan drin. So, wieder nach unten. Auch vielleicht finden wir ja noch was. Wir gehen mal in die andere Richtung. Notfalls einfach wirklich mal mit der Seebahn noch ein bisschen weiter rein, aber ich habe einfach Schiss, damit mir hier irgendwie das Viech meine Seebahn auseinanderreißt gleich wieder. Klar, man kann sie reparieren. Die geht auch nicht sofort bei einem Angriff kaputt, aber ja, irgendwie ist sie kaputt. Ich weiß, ich habe... es ist auf jeden Fall sehr aggro. Und es scheint, naja, so groß ist es, glaube ich, gar nicht. Ich weiß, ich habe keine, es sind mehrere vor allem auch. Ich habe jetzt keine Einschätzung, wie groß dieses Viech ist. Hier ist aber leider nichts an Ablagerungen mehr. Schade. Wir gehen mal in die Richtung auf jeden Fall. Ne, da auch nicht. Das hier ist ein bisschen, das sieht immer so aus wie die Ablagerung, die wir brauchen. Wir fahren mal ein bisschen weiter in die, nach links raus. Ja, ja, Sauerstoff, ich weiß, ich weiß. So, wir haben jetzt erstmal hier immerhin 4 Silber und 2 Lithium wieder bekommen. Das ist sehr gut. Ich habe mir auch schon mal einen Wolf gesucht nach Lithium. Huch, sorry. Da ist, glaube ich, eins. Da könnte Gold drin sein. Das hier müsste so eine sein. Wo wir auch Gold finden können. Ja, da kann Gold drin sein. Komm, bitte. Ja, wir haben Gold. Juhu! Also, Fabrikationsteil können wir schon mal bauen. Ich würde natürlich gerne gleich noch mehr Gold finden. Hier könnte auch wieder Silber drin sein. Da ist Salz. Lithium. Noch besser.
Silber. Also Ressourcen sammeln hier ist ein bisschen... Was heißt bisschen gefährlicher? Noch wurden wir nicht angegriffen. Ich halte es trotzdem für gefährlicher. Aber hier lohnt sich's. Da unten könnte nochmal Gold drin sein. Da auch. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Schade, Titan. Gold. Ja, zweimal Gold. Es sind die kleinen Dinge im Leben. So ein Stück Gold ist super. So, da ist ein Fabrikationsteil. Na, guck mal, wir nehmen das hier schnell mit. Die nehmen wir auch noch alle mit. Das Schöne ist, da wir jetzt wirklich sehr viel Zeit mit Ressourcen sammeln, jetzt tatsächlich erstmal genutzt haben oder jetzt erstmal sehr viele Ressourcen gesammelt haben, wir können jetzt dann bauen ohne Ende. Also auch mit dem Lithium allen drum und dran. Wir haben tatsächlich jetzt dann erstmal ein bisschen Nahenfreiheit, was das Bauen angeht. Also wir können sehr viel bauen. Wir können auch die Fabrikationsmodule alle bauen ohne Probleme. Und den ganzen anderen Rest. So, 30 von Sauerstoff, okay. Wir fahren mal mit der Seebahn noch ein kleines bisschen nach links rüber. Ich bin immer noch versucht, dauernd Seemotte zu sagen. Macht der Gewohnheit. So, sehr geil. Aber zweimal... Ach, ist schon voll, das Ding hier. Zweimal Gold. Und nochmal ein paar Mal Silber und Lithium auch wieder. So, wir fahren nochmal ein kleines bisschen in die Richtung. Hier waren wir ja überall noch nicht. Also ich bin immer nur geradeaus gefahren. Gucken wir mal, was wir noch so an Ablagerungen finden. Oder an Höhlen oder was auch immer. Sorry. Oder an Leviathan. Das hört sich ein bisschen größer an tatsächlich gerade schon wieder. Da ist wieder Gold oder kann Gold sein. Wir steigen hier mal wieder aus. Wenn ich meine Seemotte jetzt übrigens neben so einem Tier parken würde und er aussteigen würde, meine Seemotte, da haben wir es wieder, meine Seebahn einfach dahin parken würde, die würde angegriffen werden. Also irgendwann wäre die dann auch kaputt. Gold, sehr schön, dreimal, wieder Silber. Auch geil. Ja, auch nochmal Silber. Ja, nochmal Silber. Oh, hier geht's, oh, das ist interessant, hier geht's nach unten. Oh ja. Was sieht interessant aus? Da gehen wir mal hin auf jeden Fall. Sammeln aber schnell noch hier das Zeug ein. So, Titan, Titan, Titan. Da haben wir nämlich auch noch. Vielleicht. Ja, weiteres Gold. Rubin wäre noch cool. Dann können wir nicht gleich weiterbauen. Dann können wir nächstes Tiefenbahnmodul bauen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, 30 Sekunden Sauerstoff. Muss da wie vor ein bisschen aufpassen. Wenn ich hier. Hier übrigens auch muss man aufpassen, wenn es. Wenn es so ganz weit wird, haben wir auch ein Problem. So, ich würde gerne mit der Seebahn. Da könnte noch Gold drin sein. Mit der Seebahn noch ein zweiter. Ja! Alter, wir haben jetzt erstmal Kohle ohne Ende. Oder Gold ohne Ende. Geld kriegen wir ja gar nicht dafür. Okay, so groß sind die gar nicht. Aber die sehen schon... sehr bedrohlich aus. So, dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich den Riss wiederfinde. Dann gehen wir mal da nach unten. Würde ich sagen. Oder wir bauen erst das Fabrikationsmodul. Ich habe mir die Stelle eh markiert. Ich glaube, wir fahren nochmal zurück. Wir bauen jetzt erstmal das Fabrikationsmodul der Seemotte als der Seebahn als nächstes noch. Wir haben jetzt genug Gold und alles, um uns das erstmal bauen zu können. Und dann können wir hier nochmal hin. So, da oben war auch der Käfig, da waren wir allerdings schon fertig. Wir fahren jetzt erstmal zurück und bauen erstmal. Dann müssen wir nochmal, da müssen wir sowieso nochmal Anleger zur Station Delta, Station Delta will ich auch nochmal, weil wir da noch Gefäße haben, die wir noch einsammeln können und ein bisschen anderes Zeug, was wir noch einsammeln können. Das würde ich gerne auch auf jeden Fall noch machen, aber wir bauen jetzt erstmal noch das Fabrikationsmodul. Wenn wir das nämlich haben, sind wir komplett unabhängig von einer, also wir haben dann praktisch eine schwimmende Basis in unserer Seebahn drin. Und dann sind wir echt richtig, richtig gut unabhängig. Klar, wir brauchen noch Energiezellen irgendwann, aber auch da können wir noch welche notfalls produzieren. Wir haben die Materialien jetzt zumindest dafür. So, das Ganze hier ausladen. Und ich würde auch gerne da nochmal alles leer machen hier. Kriegen wir alles mit? Ne, kriegen wir nicht. Dann lassen wir zweimal Blei da und nehmen das Silber zumindest raus. So.
Auf 34 Minuten schon. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was ich jetzt mal offline auch machen werde, ich werde jetzt mal die Schränke sortieren, glaube ich. Und vielleicht noch weitere Schränke bauen. Ja, ich sortiere jetzt mal die Schränke. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr viel Material hier drin. Ich werde jetzt mal die Schränke sortieren. Und ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Subnautica Below Zero. Ciao, ciao. Macht's gut.